Hallo ihr Lieben, ich habe passend zur Jahreszeit für euch Schmetterlingskarten gebastelt. Wenn ihr wissen wollt, wie ich die gemacht habe und vor allen Dingen, wie ich dieses für dich hinbekommen habe, dann bleibt jetzt einfach dran. Für die heutigen Karten brauchen wir Fotokarton in 10 x 14 cm. Dann brauchen wir passende Stempelfarben: Blau, Grün und Rosa Töne. Einmal schwarze Stempelfarbe, dann ein Schwämmchen, Verwischer. Wir brauchen auch einmal die Stempelhilfe, ein Pumpzerstäuber mit Wasser, Flüssigkleber, ein Schmetterlingsstanzer, DIN-Lang Doppelkarten, doppelseitiges Klebeband, ein Tankpinsel oder einen normalen Pinsel und Wasser. Und einen Embossingföhn oder nehmt einen alten Haarföhn. Außerdem brauchen wir diese Stempelsets: einmal Lieblingsmensch, einmal ein Stempelset, wo hier zum Geburtstag bei ist, und dieses Stempelset Nähen. Da brauchen wir diese Bordüre. Außerdem brauchen wir passendes Glitzerpapier in Blau, Rosa und Grün. Als erstes loche ich mir jeweils einen Schmetterling nehme ich mir als erstes den hellblauen Fotokarton, meine ausgesuchten Stempelfarben. Und ich fange mit der helleren an. Jetzt grundiere ich mir meinen Fotokarton. Jetzt nehme ich noch ein bisschen von der dunkleren und arbeite mir noch ein bisschen Schatten ein. Jetzt nehme ich den rosafarbenen Fotokarton und mache das ganz genau das Gleiche. Arbeite ich jetzt nur so ein kleines bisschen rein mit den dunklen. Das sollen ja nur so ein paar Akzente sein.
Und das mache ich dann natürlich jetzt auch mit meinem dritten Kärtchen. Da arbeite ich natürlich mit grüner Stempelfarbe. So, jetzt habe ich hier meine drei Rohlinge fertig. Wie ihr seht, überall leichte Schattierungen und ich habe teilweise natürlich auch hier die Grundfarbe vom Papier durchschimmern lassen. Jetzt nehmen wir unseren Tankpinsel oder nehmt einen anderen Pinsel mit Wasser und verteilen ein paar Spritzer. Jetzt nehmen wir Küchenpapier und nehmen die Spritzer wieder auf. Jetzt nehme ich mir einen Brückenrandschneider. Natürlich kann man auch eine Schere nehmen. Das habe ich ja auch schon öfters gesagt. Und jetzt schneide ich einmal rundherum diesen Büttenrand. So, jetzt habe ich alle drei Kärtchen fertig geschnitten. Wie ihr seht, überall einen schönen Büttenrand. Jetzt brauche ich die Stempelhilfe. Und ich nehme den Stempel für dich. Jetzt gucke ich, wie ich das hier arbeiten möchte. Wo ich das hinstempel. Jetzt stempeln wir das erstmal mit Wasser. Das heißt, ich habe jetzt hier ein bisschen Wasser auf mein Schwämmchen gemacht, tupfe das Wasser auf wie Stempelfarbe. Und stempel mit dem Wasser. Jetzt nehme ich einen Föhn, aber nicht ganz nah dran, so ein bisschen weit weg und föhne das an. Jetzt kann ich entscheiden, reicht mir das oder möchte ich es noch heller haben? Ich möchte es in dem Fall noch heller haben. Das heißt, nochmal Wasser auftragen und nochmal Wasser stempeln. Und jetzt habe ich für dich gestempelt. Das mache ich jetzt mehrmals auf der Karte. Ich werde jetzt viermal für dich stempeln. So, jetzt bin ich fertig. Wie ihr sehen könnt, sieht das natürlich unterschiedlich aus, ist nur ganz dezent, das soll nur so der Hintergrund sein.
Jetzt nehme ich meine passenden Schmetterlinge und werde die einmal aufkleben. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, dass das hier Türkis ist, wo ich zugegriffen habe, nicht grün. Grün würde das hier sein. Grün passt natürlich ein bisschen besser noch als das Türkis, aber in dem Fall geht es jetzt auch mit Türkis, weil ich das Grün nämlich leider nicht mehr vorrätig habe. So, jetzt schaue ich, wo ich meine Schmetterlinge hinhaben möchte. Ich muss überall noch das für dich nochmal in Schwarz stempeln. Also das heißt, ich brauche überall genug Platz. Die Schmetterlinge, die klebe ich schon auf, damit ich drumherum stempel und nicht auf die Stelle, wo der Schmetterling nachher sein soll. Den klebe ich einmal mit Flüssigkleber auf. Die Flügel biege ich einmal um. Ich mache den Kleber nur in der Mitte. So, jetzt nehme ich wieder meine Stempelhilfe. Spanne das Papier ein. Und stempel jetzt das für dich noch auf. Dazu nehme ich jetzt schwarze Stempelfarbe. Je nachdem, wie stark ihr das haben wollt, könnt ihr dann das ruhig schon ein- bis dreimal aufstempeln. Bis euch das schwarz genug ist. Das mache ich jetzt auch wieder mit allen drei Karten. Als nächstes nehme ich diesen Zickzack. Stempeln. Das kommt hier an die Seite. Auch wieder mit Schwarz. Und das mache ich auch mit allen Karten. Als nächstes nehme ich meinen zum Geburtstag Stempel. Jetzt drehe ich die Stempelhilfe einmal um. Schaue, wo ich mein Kärtchen hinhaben möchte.
aussuchen, wo ich dann den Text hinhaben möchte. Fixieren sollte man das Papier auch. Jetzt nehme ich wieder meine schwarze Stempelfarbe. Und stempel zum Geburtstag ein-, zweimal auf, bis mir die Stärke gefällt. Das mache ich jetzt für alle drei Karten. Das kann ich jetzt beibehalten und einfach stempeln. Das ist das Schöne, wenn man ähnliche Karten macht bei dieser Stempelhilfe. Man kann einfach immer die gleichen Stellen stempeln. Man muss halt nur darauf achten, das Papier richtig einzulegen, dass das immer gleich ist. So, jetzt klebe ich die Kärtchen alle mit doppelseitigem Klebeband auf. So, das sind jetzt meine Karten für euch. Mit funkelnden Schmetterlingen. Ja, das war meine heutige Bastelidee für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer freue ich mich natürlich über eure Kommentare. Und ich sage bis bald, eure Tanja.